Ich bin an der Côte d'Azur, auf dem Weg in die Hauptstadt der Provence und Frankreichs zweitgrößte Stadt. Für Afrika und den Osten ist sie das Tor nach Europa. Und deshalb hat sie eine blutige Vergangenheit. Ihren zweifelhaften Ruf verdankt sie der French Connection, die Amerika einst mit 90% seines Heroins versorgt hat. Ich bin auf dem Weg nach Marseille. Heute muss Marseille sich einer neuen Welle der Gewalt stellen, bei der die Waffe der Wahl die AK-47 ist. In den letzten 1,5 Jahren gab es 75 Morde, von denen 35 in Verbindung mit Drogen standen. Die Anzahl der Festnahmen mit Drogenhintergrund hat sich im letzten Jahrzehnt verdoppelt, ohne große Auswirkung auf die Gewalt oder die Nachfrage nach Betäubungsmitteln. Der Grund dafür könnte sein, dass die Drogen, die früher nur durchgeschleust wurden, nun in der Stadt verbleiben. Und ich will wissen, warum das so ist. Ich werde versuchen, mich mit den Drogenhändlern, den Dealern und den Fußsoldaten zu treffen. Ich muss vorsichtig sein. Wir fahren direkt auf die Dealer zu. Das wird ihnen nicht gefallen. Sie drehen uns den Rücken zu. Um sie zu finden, werde ich mich in Frankreichs gefährlichste Wohnsiedlungen begeben müssen. Die Leute erschießen sich gegenseitig nach dem Motto: Gib mir was ab oder du bist tot. Diese Siedlungen, französisch Cité, sind effektive Sperrzonen. Wir müssen umdrehen. Wir haben uns in eine Sackgasse manövriert. Die wollen uns hier nicht. Marseille lockt jährlich 10 Millionen Touristen an und ist die europäische Kulturhauptstadt 2013. Als Vorbereitung darauf hat man für knapp 120 Millionen Euro den alten Hafen saniert. Doch die Stadt kann ihrer düsteren Vergangenheit nicht entfliehen. Vor über 30 Jahren betrieben Kriminelle illegale Drogenlabore und verschoben Heroin über Marseille in den Rest der Welt. Hollywood verewigte das Ganze im Film French Connection, Brennpunkt Brooklyn. Einer der letzten Paten war Francis Vanderberg, genannt der Belgier, der im Jahr 2000 erschossen wurde. Ich treffe seinen Vertrauten und Schwager Tony. Beiname der Aal. Wie geht's? Und Ihnen? Gut. Antoine Cossu hat 11 Jahre wegen Drogenhandels gesessen. Wir waren eine Gruppe von Freunden und kannten keine Tabus. Bewaffnete Überfälle, Diebstähle, wir waren für alles offen. So, das ist das Grab von Francis. Vanderberg. Genau. Er hat es an die Spitze des organisierten Verbrechens geschafft. Wir hatten tolle Autos, Jaguar E-Types. Autos und Mädchen, ja. Oh ja, es ging uns gut, wir hatten Geld. Wir wurden zwar überall gesucht, doch Francis war immer für mich da. Er hat mich zweimal aus dem Gefängnis herausgeholt, weil wir Freunde waren. Er hat mich rausgeboxt. Zweimal? Ja. Und weil bewaffnete Gangster schneidige Kerle sind, haben uns die Leute umworben und respektiert. Tony erzählt mir, dass die Tage der French Connection, als die Gangster versuchten, die Gewalt in den eigenen Reihen zu halten, lange vorbei sind. Heute ist der Respekt dahin und es gibt eine neue Generation von Gangstern. Häufig geraten nun Einheimische ins Visier. Und das am helllichten Tag. Vor 2 Jahren überfiel diese Bande mitten in der Stadt einen Geldtransporter und erbeutete 7 Millionen Euro.
Letzte Woche hat die Polizei hier 27 Scharfschützengewehre konfisziert. Das Problem mit den Kalaschnikows greift diese Zeitung hier auf. Auf Seite 1 wird gefragt, wer steckt hinter der Kalaschnikow? Man sagte uns, dass man für etwa 800 Euro eine bekommen könne und dass sie in der Regel aus Osteuropa, Bulgarien und den Balkanländern stammen. Die Kriminellen hier reden vom Kalaschnikow-Traum. Das bedeutet, dass man mit Hilfe dieser Waffe sehr günstig eine kriminelle Karriere starten und sehr schnell aufsteigen kann. Viele dieser Nachwuchsgangster kommen aus den berüchtigten Wohnsiedlungen. Es gibt über 100 solcher Wohnprojekte für sozial schwache Familien. Und in jeder gibt es mindestens eine Bande, die in Drogengeschäfte verwickelt ist. Einige junge Drogendealer begehen bewaffnete Raubüberfälle, um die kriminelle Karriereleiter hochzusteigen. Man nannte mir den Namen eines Ex-Gangsters, der in einer der Siedlungen ein Boxstudio betreibt. Franck Ohamession hat 6 Jahre wegen bewaffneten Überfalls gesessen. Glauben Sie, dass die zunehmende Gewalt auf der Straße direkt mit der Anzahl an Dealern und der Menge an Drogen zu tun hat? Es geht um eine Menge Geld und jeder will was davon abhaben. Die Leute erschießen sich gegenseitig nach dem Motto, gib mir was ab oder du bist tot. Bankräuber, Diebe, Dealer, die bekämpfen sich alle gegenseitig. Weil jeder ein Stück vom Kuchen abhaben will. Genau. Und es sind zu viele Waffen im Umlauf. Die 12-, 13-Jährigen haben heute mehr Geld in den Taschen als wir. Davon kaufen sie Waffen, Autos oder Motorräder. Auch vom Mord schrecken sie nicht zurück. Und die Anzahl an Cannabiskonsumenten hat sich vervielfacht. Cannabis ist die Droge, mit der am meisten Geld zu holen ist. Überrascht es Sie, dass Cannabis, also eine Droge, die glücklich und sanftmütig machen sollte, die Droge ist, die für so viele Morde in der Stadt verantwortlich ist? Ja, sie hat viel verändert. Früher gab es eine Drogengang pro Siedlung. Heute gibt es 3 oder 4. Sie sind bewaffnet und scheffeln eine Menge Geld. Glauben Sie, man lässt mich dort rein? Es geht nicht darum, reinzukommen, sondern wieder rauszukommen. Das sind Festungen. Die Polizei kommt auch nicht rein. Und deshalb auch nicht an die großen Fische. Ich finde es ironisch, dass eine Droge, die manche legalisiert sehen wollen, die Banden dazu bringt, sich gegenseitig umzubringen. Die Polizei ist so besorgt, dass sie 2-mal täglich Razzias in den Siedlungen durchführt. Morgen werde ich Sie begleiten. Verantwortlich für die Einsätze ist Kommandant Fossier. Monsieur, Achtung! Setzen! Damit eine Razzia Erfolg hat, müssen die über alle Siedlungen verstreuten Späher auf Arabisch Schufs ausgemacht werden. Ein Schuf befindet sich hier, rechts vom Eingang von Gebäude N. Das ist seine Beschreibung. Er trägt weiße Kleidung, Sonnenbrille und lange Haare. In der Siedlung leben 3 verdeckte Ermittler, die die Dealer observieren. Gut, bereit machen und ab in die Fahrzeuge. Unser Motto ist zuschlagen und wieder raus. Also schnell rein, Ziel ausschalten und wieder weg. Bislang haben sie bei ihren Einsätzen 418 Waffen konfisziert, darunter 47 Kalaschnikows. Haben Sie keine Angst, dass Sie irgendwann in einen Kugelhagel aus automatischen Waffen geraten? Natürlich machen wir uns Sorgen. Bei einem Überfall hatten wir mal Motorradfahrer vor Ort. Die wurden mit Kalaschnikows beschossen. Es ist äußerst gefährlich. Wegen der Scharfschützen? Auf dem Dach, ja. Wie
Weil es gefährlich wird und weil die Polizei vorhat, Waffen und Drogen zu konfiszieren und weil Kalaschnikows im Spiel sind, wurden wir aufgefordert, Schutzwesten anzulegen. Und weil ich im vordersten Wagen sitze, trage ich ganz sicher eine. Ich bin in einem Konvoi aus 15 Fahrzeugen mit 60 Beamten darin. Je mehr, desto besser. 2011 wurde in einer benachbarten Siedlung einem Polizeibeamten dreimal in den Kopf geschossen. Über Funk erfahren wir, dass einer der verdeckten Ermittler von den Dealern entlarvt wurde und sich in Gefahr befinden könnte. Die Polizei drückt aufs Gas. Wir müssen uns beeilen. Wir sind gleich da. Schnell, ein Stemmeisen. Aufmachen, Polizei. Es geht los. Wer ist denn kommen? Keine Drogen? Nein, nur Getränke. Getränke? Ja. Im sechsten Stock war ein Späher, der das Treppenhaus beobachtet hat. Das wussten wir nicht. Und als er uns sah, hat er Alarm gegeben und sie sind geflüchtet. Keine Ahnung, wohin. Die Polizei kam so schnell, wie sie konnte. Ich bin noch nie so schnell Auto gefahren. Doch dort oben befanden sich Späher, die nun verschwunden sind. Sie sind noch irgendwo im Gebäude. Die Polizei weiß nicht wo und holt jetzt Hunde. Das ist es. In der Siedlung leben über 5000 Menschen. Und jeder, der auf die Beschreibung der Schufs passt, ist verdächtig. Ich habe zweimal gefragt. Ich frage ein drittes Mal. Das dient nur Ihrer Sicherheit. So dürfen Sie mich nicht behandeln. Kürzlich verhaftete die Polizei hier 6 Personen und beschlagnahmte Drogengelder in Höhe von 140.000 Euro. Wo ist der Stoff? Ich habe keinen Stoff. Die Siedlung ist eine eingeschworene Gemeinschaft. Und die Polizei ist nicht gern gesehen. Kickt ihnen den Ball an den Kopf. Gleich fliegen Bullkugeln vom Dach. Hier waren die Hunde drin, ja? Und jemand hat einen großen Stein geworfen? Ja, oft werden wir auch am Kopf getroffen. Eine halbe Stunde später nimmt die Polizei 2 Verdächtige fest. Sie haben einen. Sie haben einen der Schufs. Sicher werden Sie ihn jetzt befragen, um herauszufinden, wo die Kerle sind, die Drogen verschneiden, bevor sie verkauft werden. Seine Mutter ist hier. Ich habe nichts getan, Mama. Sehen so etwa Dealer aus? Nein, aber Schufs. Schufs? Nein. Sie durchsuchen die mutmaßlichen Schufs, finden aber keine Drogen. Und, habt ihr den Schuf? Dennoch wird einer von ihnen zur weiteren Befragung auf die Wache gebracht. Was geschieht jetzt mit ihm? Juristisch gesehen dürfen wir hier in Marseille den Schuf nicht festhalten. Wenn er kein Geld oder Drogen bei sich hat, dürfen wir ihn nicht einsperren.
Herumstehen und gucken ist in Frankreich nicht illegal. Genau. Sie wissen aber, was los ist, und die wissen, dass Sie es wissen. Doch so ist das Gesetz. Richtig. Uns sind die Hände gebunden. Und es wird immer schwieriger, sie mit Drogen, Waffen oder Drogengeldern zu erwischen. The network of lookouts and their feelings towards the media means it's virtually impossible to enter the estates. But I'm about to give it a go. There's a bunch of them there. They've all come out to check us out, yeah? Scoping us. I'm in Marseille, a city proud of its independence and one which has always resented being governed by Paris. Having been on a police raid, it's clear there's a serious problem with drugs and violence in this city. Aufgrund ihrer geografischen Lage am Mittelmeer ist diese Stadt ein idealer Ort, um Drogen nach Europa zu schmuggeln. Heroin kommt auf dem Landweg aus Afghanistan und wird von der Türkei aus per Boot transportiert. Kokain kommt aus Südamerika und Cannabis aus Nord- und Westafrika. Ein Großteil dieser Drogen passiert diesen Hafen. Jedes Jahr treffen in diesem Hafen mehr als 100 Millionen Tonnen Fracht ein. In Containern wie diesen hier zu meiner Linken. Wer hier Schmuggelware sucht, sucht die Nadel im Heuhaufen. Es sind einfach zu viele Container. Der französische Zoll bildet die erste Verteidigungslinie. Bruno Ligiot und seinem Team steht für die Suche eine moderne Röntgenanlage zur Verfügung. Wie viele Container werden täglich gescannt? 20. 20? Und wie viele treffen am Tag hier ein? Etwa 3000. Also nur 20 von 3000. Wie viele von den 20 machen Sie auf? Im Schnitt 2 oder 3. Roulette. Ja. Letztes Jahr beschlagnahmte der Zoll 30 Tonnen Cannabis. Doch die Chancen der Drogenhändler stehen eindeutig besser. Doch die nutzen nicht nur den Hafen. Auch über die A55 wird Cannabis aus Spanien ins Land geschmuggelt. Mit der Lockerung der Grenzen zwischen Frankreich und Spanien trat ein neues Phänomen zutage, das sich Go Fast nennt. Damit ist Folgendes gemeint. Die Schmuggler stehlen schnelle Sportwagen, meistens in Deutschland, und deutsche Fabrikate, rasen damit nach Spanien, laden die Drogen ein und bringen sie so schnell sie können auf der A55 und oftmals in Konvois von 3 oder 4 Fahrzeugen nach Marseille. Sie fahren direkt in eine Wohnsiedlung, die für die Polizei tabu ist, und laden die Ware aus. Man sollte meinen, dass es der Polizei im Satellitenzeitalter und angesichts von Mautstellen möglich sein sollte, sie aufzuhalten. Ist es aber nicht. Sie fahren der Polizei buchstäblich davon. Die Siedlung, die für die Go-Fast-Gangster am günstigsten liegt, ist die berüchtigte La Castellane. Sie ist direkt an der Autobahn. Die neue Route ist entstanden, weil die jungen Leute in den Siedlungen die etablierten Drogenhändler auszustechen versuchen. Viele von ihnen haben Familien in Nordafrika, wo das Cannabis angebaut und gepresst wird. Weil man in die Siedlungen nicht einfach hineinspazieren kann, treffe ich mich auf einem Hügel oberhalb von La Castellane mit dem Jugendarbeiter Dika. La Castellane ist im Prinzip eine Burg, oder? Richtig. Sie sieht aus wie eine Festung und hat ringsherum eine Mauer. Auf den Dächern sitzen Späher, die alles genau unter die Lupe nehmen. Die Kids dort sind so paranoid, die haben ihre Augen überall.
Aber sicher nicht jeder der schätzungsweise 8000 Bewohner handelt mit Drogen, oder? Nein, viele wollen sogar raus dort. Aber die sind dir sofort auf den Fersen, sodass es schwer ist, die Siedlung zu verlassen. Als Sie dort aufwuchsen, war Ihnen da klar, dass innerhalb der Siedlung Drogen verkauft werden? In den späten 90er Jahren wuchs die Nachfrage nach Cannabis. Jeder wollte dem Alltag entfliehen. Und aus Marseille kommen Leute aller Schichten hierher, um Drogen zu kaufen? Ja, die haben einen enormen Bedarf. Die können nicht mehr ohne. Es mag verwundern, dass dieses geheimnisvolle, gut organisierte Netzwerk errichtet wurde, um mit einer Droge wie Cannabis zu handeln. Doch in Marseille ist die Nachfrage so hoch, dass laut Polizei allein in dieser Siedlung mehr als 9000 Euro damit umgesetzt werden. Täglich. Wenn man genau hinsieht, entdeckt man an allen 8 Zufahrten Späher. Und die sind dort Tag und Nacht. Sie haben 2 Aufgaben. Sie halten Ausschau nach der Polizei und natürlich nach potenziellen Käufern. Sogenannte Soldaten versorgen die Späher mit Drogen. Sie verkaufen aber auch selbst. Und sie sind in Kontakt mit den Cuttern, den Bossen, die die Drogen ordern. Die Bosse verteilen sie unter den Soldaten und die wiederum beliefern die Späher. Das La Castellane-Modell ist in ganz Marseille verbreitet. Viele der Siedlungen sind im Prinzip Sperrzonen. Als Polizist hat man dort keinen Zutritt, höchstens in großer Anzahl. Und als Journalist natürlich auch nicht. Man kommt nur hinein, wenn man ein Käufer ist oder dort wohnt. Als Käufer jedoch wird man ausgiebig gefilzt, bevor man hinein darf. Aufgrund der Architektur dieser Siedlung, ihrer Lage und ihrer Profite gilt La Castellane als nahezu unbetretbar. Nachdem wir mehrfach versucht haben, über unsere Kontakte in irgendeine der Siedlungen zu gelangen, müssen wir uns geschlagen geben. Das überrascht nicht, zumal ein Gespräch mit uns weder den Dealern noch ihrem Business besonders zuträglich ist. Am Ende finden wir 2 Männer, die bereit sind, uns hineinzufahren. Seit wir in Marseille eintrafen, wurde uns gesagt, auch von der Polizei, dass wir die Siedlung nicht betreten sollten, weil das zu gefährlich sei, weil man uns angreifen würde, dass man uns die Kamera wegnehmen und das Auto in Brand setzen würde. Jetzt haben wir 2 Männer gefunden, die wir nicht zeigen und deren Stimmen wir verändern werden, doch sie sind bereit, uns in eine der Siedlungen zu bringen und dort fahren wir nun hin. Doch ohne mein Wissen bringen uns unsere Führer in mehr als eine Siedlung. So, wir fahren jetzt hinein. Die Schufs, die Späher, werden laut unseren Führern die ersten sein, die wir zu Gesicht bekommen. Hier links, das ist einer, der Typ auf dem Stuhl. Weg ist er. Und schon hört man Rufe. Der Typ da oben schlägt Alarm, weil wir in die Siedlung gefahren sind. Da sind die Wächter, da rechts. Da ist der Schuf und er pfeift. Schau da oben, da drüben. Das System ist sehr effizient. Wenn man in solch einer Siedlung wohnt, weiß man, was vor sich geht, wo man seine Drogen verstecken und wohin man entkommen kann. Vor uns liegt La Castellane. Die beiden Männer bringen uns in jede Siedlung Marseilles, nur nicht dorthin. Weil La Castellane zu stark befestigt ist, wie sie sagen. Näher werden sie nicht heranfahren. Und damit bin ich ziemlich einverstanden. Oh nein, wir fahren doch hinein. Wir sind drin.
Ohne Vorwarnung haben meine beiden Führer ihre Meinung geändert und La Castellane angesteuert, Marseilles gefährlichste Wohnsiedlung. Sieh nur, er ruft. Da oben, hast du ihn? Der Typ im weißen T-Shirt, er ruft. Er schaut zu uns rüber und ruft etwas. Könnte brenzlig werden. Ich will nur noch raus hier. Fahren wir da rein? Das ist eine Sackgasse. Na gut. Weiter geht's. Da, der Typ auf dem Motorrad. Das ist der Späher. Er folgt uns. Sie haben uns im Visier. Sie kriechen aus ihren Löchern und checken uns ab. Wie die Hornissen schwärmen sie auf Motorrädern aus und überprüfen uns. Da ist noch einer. Schau, da ist einer direkt neben uns. Kaum waren wir in La Castellane, kamen all die Roller heraus. Wie bei Krieg der Sterne. La Castellane ist der Todesstern und plötzlich fliegen all die kleinen Raumschiffe raus. Bedrohlich natürlich. Aber alles gut, wir sind draußen. Auf dem Rückweg beschließen die beiden Männer, das ursprüngliche Ziel anzufahren. Wir sind kurz nach Mittag hierher gekommen. Wären wir nachts gekommen, hätte es gut sein können, dass sie Barrikaden aufstellen. Sie verbarrikadieren einfach beide Enden der Siedlung und man ist in der Mitte gefangen. Und das würde ich, wenn es geht, gerne vermeiden. Wir müssen umdrehen. Wir haben uns selbst in eine Sackgasse manövriert. Nicht gut, vor allem, weil sie uns bereits angeschrien haben. Sie machen so. Aha, aha. Das bedeutet Polizei. Was haben wir hier? Was war das? Here you go. Das war ein heftiger Aufprall. Ein Ziegelstein? Glas. Ach, Eis. Die Scheibe ist aber noch heil. Na, jedenfalls wollen sie uns hier nicht. Und deshalb kamen wir da eben auch nicht raus. Hier ist der Eisblock aufgeschlagen. Die Leute hier haben solche Blöcke allein zu diesem Zweck in ihrem Eisfach. Und sie werfen sie im Bedarfsfall raus. Sie haben ja keine Ziegelsteine zu Hause rumliegen. Womit sie aber auch werfen, sind Boulekugeln. Die sind aus Stahl. Jedenfalls hat schon das Eis genug Schaden angerichtet. Und wenn der Block den Fahrer getroffen hätte, wäre er bestimmt nicht mehr unter uns. Genau hier fand kürzlich ein sogenanntes Grillfest statt. Das läuft so. Jemand wird umgebracht, in ein Auto gesetzt und das Auto wird angezündet. Die Polizei weiß, dass dieses hier, das sich vor 2 Wochen ereignete, im Zusammenhang mit Drogen stand. Ursprünglich steckte der Gangster Farid Berahma dahinter, der einmal 4 Grillfeste in einer Nacht initiiert haben soll. Er selbst wurde umgebracht, weil er versucht hat, die kriminelle Karriereleiter zu schnell hochzuklettern. Für mich ist das ein Beispiel dafür, wie sich die Dinge verändert haben. Früher wurden Leute umgebracht und ins Meer geworfen. Heute ist alles viel sichtbarer. Die Gangster wollen Schlagzeilen machen und Angst verbreiten. Drogendealer zu kontaktieren ist nie leicht. Erst recht nicht in einer europäischen Stadt. Ich will immer noch herausfinden, warum die Siedlungen zu Drehkreuzen der Drogenindustrie wurden. Aus diesem Grund habe ich Kontakt zu einem Bewohner von Félix Piat aufgenommen, einer Siedlung in der ärmsten Gegend Frankreichs. Er hat mich gebeten, ihn in der Siedlung zu treffen. Ich muss vorsichtig sein. Der Typ da vorne. Kannst du ihn sehen?
Wir fahren direkt auf die Dealer zu. Das wird ihnen nicht gefallen. Sie verbergen ihre Gesichter. Das gefällt ihnen überhaupt nicht. Richtig wohl fühle ich mich nicht. Die Kamera. Die mögen sie nicht. Mein Kontaktmann heißt Yusso Musa. Er ist hier aufgewachsen und trainiert die hiesige Fußballmannschaft. Die Polizeiwache liegt direkt neben der Siedlung, nur einen Steinwurf entfernt. Warum der Zaun? Warum diese Vorsichtsmaßnahme? Wenn die Polizei ein paar Jugendliche verhaftet, schreien die anderen, lasst unsere Kumpel gehen. Sie werfen Steine und Molotow-Cocktails. Vor 2 oder 3 Jahren sogar eine Granate. Deshalb der Zaun. Wurden durch die Granate oder die Molotow-Cocktails Beamte verletzt? Ein Polizist, ja. Obwohl wir Yusso Musas Gunst genießen, fallen wir auf. Und unsere Anwesenheit erregt Aufmerksamkeit. Aus naheliegenden Gründen sind die Menschen hier überaus misstrauisch. Wieso schleppst du ein Kamerateam an? Komm erst mal her und hör zu. Du hast keine Ahnung. Hör zu, was sie zu sagen haben. Na bitte, alles okay. Ja? Ja, sehen Sie? Okay. Alles in Ordnung. Let's go. Die Siedlung wurde in den 1960er Jahren gebaut, um die wachsende Zahl an Einwanderern unterzubringen, die dadurch an den Rand von Marseille gedrängt wurden. Was treibt die Kids dazu, Teil der Drogenszene zu werden? Der Druck, der auf einer Familie ohne Einkommen lastet. Die Tatsache, dass die kleinen Brüder und Schwestern nichts zu essen haben. Das größte und offensichtlichste Problem in Marseille ist die Arbeitslosigkeit. Hier haben wir die Siedlung und gleich hinter der Siedlung liegt eine der größten Baustellen Europas. Und wie viele Leute von hier arbeiten auf dieser Baustelle? Null. Das heißt, sie wurden hier im Grunde völlig sich selbst überlassen. Sie wurden eingezäunt nach dem Motto, solange ihr da drin bleibt und am Status quo nichts ändert, macht weiter wie bisher. Ja, wir wurden sitzen gelassen. Was kann man tun, damit es nicht noch schlimmer wird? Das ist sehr einfach. Denn es gibt mehr und mehr Gewalt, mehr und mehr Drogenhandel, aber nicht genug Arbeit. Den Leuten Jobs geben? Ja. Ist es so einfach? So einfach wie zu sagen, hallo Ross, wie geht's? So einfach. Mehr als ein Drittel der Siedlungsbewohner lebt unterhalb der Armutsgrenze. Und weil so hohe Arbeitslosigkeit herrscht, verlegen sich viele auf den Verkauf von Drogen. Bevor wir fahren, lassen wir durchblicken, dass wir gern mit einem Dealer sprechen würden. Ein junger Dealer willigt schließlich ein, unter der Voraussetzung, dass wir seine Identität nicht preisgeben. Er ist erst 16. Leitet aber bereits ein kleines Drogenunternehmen. Die Kunden kommen, riechen am Stoff und kaufen. Das ist alles. Verschneidest du den Stoff oder verkaufst du ihn nur? Beides. Wie viel verkaufst du am Tag? Für bis zu 1000 Euro. Am Tag? Aber das wird geteilt. Gibt es jemanden, der das Ganze leitet? Ja, aber der ist unsichtbar. Er wohnt nicht hier? Nein, keiner weiß, wer er ist. Du machst also 9000 Euro pro Woche. Und das wird unter allen aufgeteilt. Was bekommt der Mann da draußen, der Boss? Die Hälfte.
50%. Du bist doch ein aufgeweckter junger Mann. Warum bekommst du keinen Job? Wegen deiner Abstammung oder weil du aus dieser Siedlung kommst? In Frankreich gibt es viel Rassismus. Die sehen einen jungen Mann aus der Siedlung und sagen, den nehmen wir nicht, der baut nur Scheiße. Die haben Vorurteile. Was würden deine Eltern sagen, wenn sie herausfänden, dass du Drogen verkaufst? Das stelle ich mir lieber nicht vor. Ich würde ja gern arbeiten. Das hier kann ich ja nicht mein ganzes Leben lang machen. Und ich will nicht Kinder großziehen und immer fürchten, ins Gefängnis zu müssen. Dennoch akzeptierst du, dass du, wenn du so weitermachst, irgendwann verletzt wirst oder im Gefängnis landest. Oder zu sterben. Darüber denke ich tagtäglich nach. Das war ein trauriges Gespräch. Der junge Kerl findet wirklich keinen Job. Und ich glaube ihm das. Er war verzweifelt und nachdem die Kamera aus war, sagte er, ich habe so viele Bewerbungen rausgeschickt. Keiner will mich haben. Es sind wirklich traurige Zustände, wenn ihm nichts anderes übrig bleibt, als das zu tun, was er tut. Doch er sagte auch etwas sehr Interessantes. Ich habe ja geglaubt, dass die Leute in der Siedlung am meisten vom Drogenhandel profitieren. Doch es scheint, als gäbe es Bosse außerhalb der Siedlungen, die sich nie die Hände schmutzig machen, aber 50% vom Gewinn einstreichen. Und das wirft die Frage auf, wer in Marseille all das kontrolliert? Wer sind die Bosse? Und wo stecken sie? Ursprünglich dachte ich, dass die Drogengeschäfte in Marseille fest in den Händen der Siedlungen liegen würden. Nun aber weiß ich, dass noch andere damit zu tun haben. Um herauszufinden, wer diese Leute sind und wie komplex das Business ist, treffe ich Amina Hadawi, die 10 Jahre lang Cannabis aus Marokko eingeschmuggelt hat. Als junge Frau waren sie selbst in den Drogenhandel verwickelt. Können Sie mir sagen, wer all das kontrolliert? Sind es die Leute in den Wohnsiedlungen? Die Einfuhr der Drogen regelt die ältere Generation. Ich spreche von 1, 2, 3 Tonnen, nicht von 50 Kilo GoFast. Doch diese Leute leben nicht mehr hier in Marseille. Diese Typen verdienen eine Menge Geld. Wie bringen sie das legal in Umlauf? Sie investieren in kleine Geschäfte. Auf diese Weise waschen sie das Schwarzgeld mit kleinen, legalen Unternehmungen, wie Hotels, Bars, Restaurants. Die großen Bosse machen also Bargeldgeschäfte ohne Quittung. Und sie können Gewinne manipulieren, ohne sie belegen zu müssen. Sie haben weiße Westen. Wer sind denn nun die Leute, die ganz oben stehen? Hinter den Drogen stecken reiche korsische Familien, die seit jeher in den Handel mit Drogen verwickelt sind. Die French Connection ist also tot. Doch die Marseille bzw. die Corsica Connection ist immer noch gut aufgestellt. Ja, denn es wird von Generation zu Generation weitergereicht. Es ist schwer, einen der Bosse des organisierten Verbrechens zu finden, der einwilligt, mit uns zu reden. Erschwerend kommt hinzu, dass sie nicht mehr so in Erscheinung treten, wie sie es früher taten. Doch einen der Überlebenden der French Connection-Tage kenne ich bereits. Tony, den Aal. Die Richter, die mich verurteilt haben, sind tot. Nur ich bin noch hier. Und mein Anwalt. Er hat zugestimmt, mich zum Essen zu treffen. Allerdings nur in Begleitung seines Anwalts Frédéric Monneret, einen der erfolgreichsten Strafverteidiger Frankreichs, der fast alle berüchtigten Gangster des Landes vertreten hat. Das Treffen mag entspannt wirken, doch diese beiden Männer sind gerissen. Sie haben bewaffnete Überfälle verübt. Menschen wurden verletzt, viele sogar getötet, darunter Menschen, die sie nicht geliebt haben. Sie waren Teil dieser Gewalt. Hält sie das nachts wach? Jetzt, da sie älter und weiser werden? Wissen Sie, die Welt ist gewalttätig. Und mit Gewalt kann man seinen Standpunkt deutlich machen. Gib mir Geld und ich lasse dich in Ruhe. Aber wir töten niemanden, das ist nicht wahr.
Je höher man aufsteigt, desto mehr wird die Gewalt verschwiegen. Doch sie ist härter. Da, wo ich stehe, ist es aber nur ein klein bisschen Gewalt. Gut, ich glaube Ihnen. Ich höre immer wieder, dass zwar mächtige Männer in den Drogenhandel verwickelt sind, dass dahinter aber schon immer die Korsen steckten. Stimmt das? Zum Teil, ja. Ja, es waren viele Korsen in den Transport und den Handel verwickelt. Was ich eigentlich sagen wollte, es gibt kriminelle Familien, an die man nicht herankommt. Doch im Hintergrund sind sie die Strippenzieher. Ist da was dran? Nein, Marseille ist eine einzigartige Stadt. Eine blutige Stadt. Es gab schon immer Kriege, so wie auf Korsika. Die hören nie auf, sich gegenseitig umzubringen. Vielleicht war es naiv von mir zu glauben, mir würde jemand Details über das organisierte Verbrechen verraten. Doch es gibt eine Frage, auf die diese beiden Veteranen eine Antwort haben könnten. Die Leute, die schon immer hinter der Kriminalität gesteckt haben, die großen Familien, warum gehen die nicht in die Siedlungen und halten die jungen Männer von ihren Machenschaften ab? Das Problem in Marseille ist, dass es im organisierten Verbrechen keine prominente Figur mehr gibt, die ihnen sagt, dass sie damit aufhören sollen. Das kann niemand, weder ein Regierungsbeamter noch ein Verbrecher. Sprechen wir über die Zukunft. In Marseille scheint es immer schlimmer zu werden, die Gewalt nimmt zu. Was bringt die Zukunft? Bis jetzt konzentriert sich die Gewalt auf die Siedlungen, doch sie rückt immer näher ans Stadtzentrum heran. Das ist beunruhigend, weil wir sie nicht länger kontrollieren können. Wir merken nun, dass ein großer Fehler begangen wurde. Und ich fürchte, dass wir in ein paar Jahren Zustände wie in Bogota bekommen. Ich bin nach Marseille gekommen, um die steigende Kriminalitätsrate zu hinterfragen. Und anfangs dachte ich, der Grund dafür sei, dass das organisierte Verbrechen unorganisierter geworden ist. Doch es ist absolut organisiert. Wo mit illegalen Substanzen viel Geld zu verdienen ist, gibt es immer auch Verbrechen und Gewalt. Und für die etablierten Verbrecherfamilien ist es bequem, den Drogenverkauf an die Armen und Benachteiligten in den Wohnsiedlungen zu delegieren. Die Aufmerksamkeit der Medien und der Polizei richtet sich auf sie. Und das führt zu weiteren sozialen Gefällen. Doch Marseille ist nicht die einzige Stadt mit diesem Problem. Und es stellt sich die Frage, ob die Legalisierung von Cannabis zu einer niedrigeren Kriminalitätsrate führen würde oder sie erhöhen würde. Wir werden darauf keine Antwort erhalten. Denn für die Mächtigen ist es weitaus einfacher, die Dinge so zu belassen, wie sie sind. Fascinating stuff. Now, the Series 1 box set of Ross Kemp Extreme World is available on demand. When a compatible box is connected to the internet, just go to the on-demand section in your TV guide to find out more. We'll be right back.